ein ganz besonderes Konzept. Ja, das kommt von Detlefs. Wir haben die Sunlights gezeigt, eine Marke von Detlefs. Und diesmal ein ganz toller Grundriss auf wirklich kleinstem Raum mit einem Hubbett, einem ganz tollen, beidseitig begehbaren Bett. Und wir haben eben schon mal kurz mal ein bisschen reingeguckt. Grüß dich, Marlene. Hallo, Sven. Ja, der Detlefs T7057 DBM Trend. Extra breite Eingangstüre, 70 cm Hubbett elektrisch, Heckgarage mit zwei Garagenklappen. Wir haben wirklich eine tolle Ausstattung hier drin, 63.048 Euro, wie er hier steht. Wir sind bei Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos in der Nähe von München. Und hier vorne sieht man auch, also mit Ausstattung laut Preisschild und Chassispaket, Family-Paket, Hubbett elektrisch, Doppelbett, Abwassertank isoliert, Assistenzpaket und für 63.000 Euro. So sieht er von außen aus. Er hat schon ein kleines bisschen Laub hier mitgenommen. Hinten sieht man den Sonnenuntergang über Bayern und da steht er jetzt und jetzt können wir ihn endlich mal sehen, wenn er so wirkt, so praktisch so im Twilight so ein bisschen, ja. Im Ziellicht. Im Abendlicht, ja. Im Abendlicht. Die Länge, sollen wir noch mal kurz gucken? Also Fahrzeuglänge ist 7,41 Meter, die Höhe sind 2,90 Meter und 2,33 Meter Breite. 634 Kilogramm ist die Zuladung, da ist der Fahrer schon mit drin. Und so sieht er von der Seite aus, also sehr schlicht, sage ich mal. Aber schick. Gut, machen hinten mal auf. Hier sieht man direkt, andere Türschlösser sind schon eingebaut. Hier muss ich nicht mehr drehen. Das heißt, also das kennst du ja. Das lässt sich etwas einfacher dann öffnen. Ja. Da vorne ist die Heizungsanlage drin, eine Truma 6 mit heißem Wasser. Die ist komplett zugänglich. Hier vorne siehst du das Bett und hier bei dem Bett hast du noch eine Besonderheit. Ja, was ist das? Du kannst das Bett rauf und runter kurbeln. Das heißt also, wenn du jetzt mehr Platz brauchst, ja, für die Fahrräder, dann kannst du die hier mit dieser Kurbel, ach nein, rauf und runter fahren. Siehst du das? Ja. Die Kurbel ist drin, sodass du dann das anpassen kannst, das Bett. Das bewegt sich rauf und runter. Ja. Dann hast du vielleicht einen etwas tieferen Einstieg dann. Jetzt im Moment ist es ganz oben. Ja. Und jetzt kannst du hier Fahrräder und so weiter komplett reinfahren. Beleuchtung ist mit drin. Hier ist der 230 Volt Kasten. Hier ist eine Außensteckdose. Da ist die Frostschutzentwässerung für den Tank. Und hier hast du wirklich noch viel, viel Platz. Ja, das Ganze ist ein beidseitig begehbares Bett. Plus das Hubbett. Tolles Konzept, finde ich. Und hier hinten sieht man auch nochmal die Designsprache von hinten. Auf der linken Seite ein Sunlight, auch aus dem Detlefs Konzern, und hier der Detlefs Trend. Gehen wir auf die andere Seite, schauen da mal kurz rein. Ist schon dunkel geworden. Die Aufbautür, rechte Seite, linke Seite, Fahrerseite genauso groß wie die Beifahrerseite. Hier habe ich dann meine Zoösen auf beiden Seiten. Und dieses coole, höhenverschiebbare Heckbett. Ich glaube, das wird erst so richtig klar, wenn du mal vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß bist, dann musst du nicht so hochsteigen. Wir gucken uns das gleich mal an. Genau. Gasflaschen. Schlüssel ist da. Letzte Auto für heute. Wir drehen am 30. Oktober 2020. Auch hier, das kann man einfach rausklacken. Mit Magneten und dann, ja, mit einer Hand. Dann kann man ganz, ganz eben die zwei Gasflaschen reinbuxieren. Danke. So, auch hier kleiner Trick, damit es hält. Hier oben war der. Ah, da. Genau, wenn du es nochmal hoch machst. Ich habe hier noch nicht geschaut. Da hast du da geschaut. Also hoch und dann kann man hier einfach einhaken und dann hält es auch hoch. Genau, wenn ich noch zwei Hände frei gehabt um. Du hast es aber cool überspielt. Das hat es gar nicht gemerkt. Danke, dass du es erwähnt hast. Drei. Ja, es heißt ja wie im Radio, niemals über Fehler sprechen. Drei Aufbaufenster. Dann da der Wasseranschluss, Frischwasser.
Und hier vorne hast du dann noch das Panoramafenster mit drin. Das können wir uns gleich mal von innen angucken. Jetzt muss ich ja mal gerade gucken, gerade noch mal, ob da irgendwas vom Bett steht. Steht nicht dabei. Du kannst es aber gleich mal angucken. Gut. Auf geht's rein. Da ist jetzt noch die Tedford-Toilettenklappe. Jetzt mal reinschauen. Die mag dich nicht. Warte, ich muss erst mal hier drin. Da oben. Eingehakt. Okay, das ist die Größe. Dankeschön. Und da ist diese extra große Aufbautür, die ist wirklich breit. Also das ist, dich mal daneben stellst zum Vergleich. Also da gehst du, kannst du zweimal quer rein. Stell ich mal hoch. Man braucht keine Treppe, das ist das Interessante, weil man hat ein sehr tiefes Chassis. Kann also ganz, ganz bequem einsteigen ohne Treppe, gell? Ja. So, hier vorne. Von Detlefs habe ich die Anzeigeinstrumente. Ich drehe mal gerade ein bisschen runter, das Licht. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Und hier kann ich die wichtigsten Funktionen sehen, wie zum Beispiel die Fahrzeugbatterie links unten. Drück mal drauf, bitte. Dann die Aufbaubatterie oben, links oben. Okay, und dann rechts die Wasserstände. Und ich kann zentral auch abschalten dann. Beides leer. Da ist die Truma-Heizung, das Bedienelement direkt am Eingang. Hier habe ich dann nochmal Schalter, die unabhängig sind vom Hauptschalter, wenn du die mal anmachst. Einmal außen das Licht, das ist hier. Und einmal hier vorne direkt das Eingangslicht. Dann ein Schuhschrank am Eingang. Oh ja, der ist ordentlich. Der sehr tief ist. Hier vorne habe ich direkt einen kleinen Sitz mit dabei. Da habe ich eine Stufe, das ist sehr interessant, die kann ich auch rausnehmen. Das ist besonders interessant, weil wir hier ein Hubbett haben. Und wenn du jetzt große Personen hast, ich zeige das mal gerade bei der Marlene, ist es nicht unbedingt erforderlich. Du kannst einfach stehen und hast gar kein Problem, aber du könntest jetzt mal das untere Brett rausnehmen. Und dann hat man nochmal circa 10 cm mehr Höhe und hat die Stufe versetzt nach hinten. Und dann sieht man direkt, also in dem Fall, wenn das Brett draußen ist, dann habe ich noch mehr Stehhöhe. Also könnte über 1,80 Meter dann mich bewegen. Und so hat man den Vorteil, dass man natürlich als kleiner Mensch an die Schränke besser rankommt, die drüber sind. Und auch die Füße besser abstellen kann, wenn man sitzt. Wenn ich mal hinsetzt, dann sieht man sehr schön, dass jetzt natürlich die Füße besser sind, als wenn das Brett nicht da wäre. Ja, das ist so. Also für lange Leute wäre dann hier die rechte Bank da. Nettes Detail. Die Schränke sind interessant gemacht. Das ist wieder mal so ein Design, wo die Leute in 20 Jahren sagen werden, was haben die sich da nur gedacht 2021 in so einem Sonnenaufgang-Design. Das ist also kein Lichtfehler, sondern oben ist tatsächlich rot. Ja, ein Verlauf. Braun, Verlauf. Genau. Das ist krass. Farbverlauf. Es sieht aus, wäre meine Kamera kaputt. Jetzt hätten sie unten die Farbe nicht bezahlt. So, hier unten sieht man das Holz. Ach, schon edel gemacht. Also wenn du reinkommst, so das erste Feeling, so die ersten paar Sekunden von dem Polster und so, wie gefällt dir das mit dem Weiß? Es ist wohnlich, es ist angenehm. Und es wirkt wie, ich sag mal, in einer modernen, wie im Möbelhaus, im aktuellen Wohntrend, so ein bisschen. Genau, wenn du mal vorne einen Sitz mal drehst. Die Integration. Das ging jetzt sehr schnell. Am vierten Drehtag nach wie viel Sitzen gedreht? 40? Ich weiß es 60. Nicht. Vielleicht weiß das ja jemand, vielleicht hat jemand mitgezählt, schreibt es uns. Da oben hast du Ablagen mit drin und indirekte Beleuchtung. Hier siehst du, kannst du rausgucken, hast du dein großes Panoramafenster mit drin. Hier hast du auch Ablagen. Da nochmal ein Schrank. Die Schränke sind übrigens am Hubbett festgemacht. Hubbett ist elektrisch. Was nochmal Komfort ist, geht an Bändern. Können wir uns gleich mal angucken. Und hier hast du dann die Sitzgruppe mit diesem Tisch, den du auch verstellen kannst. Guck mal, schieben. Von der Höhe her. Höhenverstellbar, das heißt, man kann noch eine Sitzgruppe draus machen. Ein Bett. Sonst
Müsste ich jetzt drehen? Nicht, ob ich es drehen kann. Tut sich nichts. Warte mal, ich guck mal. Ich wüsste jetzt nicht. Doch, es müsste gehen. Guck mal hier. Du hast hier so Schiebeteile. Ah, da ist der Hebel. Da ist der Hebel. Und jetzt kannst du den wahrscheinlich in alle Richtungen bewegen. Ja, es geht in beide Richtungen. Guck mal. Es geht in Richtung Fahrer geht's noch. Ja. Das heißt, man kann den komplett verschieben. Von der Höhe dann anpassen, sodass man also aus dem Sofa dann nochmal eine Schlafgelegenheit machen kann. Kannst ihn ablassen. Probier mal. Wahrscheinlich draufdrücken. Manchmal ist es auch so, dass man ihn hochzieht. Es hängt immer davon ab. Hochzieht und dann ablässt. Warte, ich muss mal. Dadurch, dass die Polster jetzt natürlich da vorne verlängert sind. Ja, einmal den Sitz drehen. Muss ich mir jetzt erstmal hier Platz schaffen. Da unten ist übrigens die Aufbaubatterie drunter. Mal schon mal drunter gucken. Einer von denen. Mal testen, einfach nur mal runter machen, dass man sieht, wie es geht. Weiß ich nicht, ist das in der Richtung geblockt oder nicht? Probier mal. Einmal hochziehen? Ja. Nee, dann war es wahrscheinlich die andere Richtung. Ja, ich weiß. Es gibt immer zwei. Glaub mir, es liegt an deinem Gewicht. Ja, ich glaube. Du auch. Musst mindestens 90 Kilo. Nee. Komm, ist gut, er geht runter. So viel ist sicher. Auch das ist so, wir müssen jetzt eigentlich nur weiter drehen und ganz am Ende es nochmal probieren, dann wird es direkt wieder gehen. Kannst so wie ja gerade eben beim. Noch mal testen. So, dann habe ich hier vorne Schubladen. Die dritte Schublade von rechts ist keine. Die kann man nämlich hochklappen. Das haben wir ja schon vorhin. Warum kann man die hochklappen? Wegen dem Hubbett. Wir brauchen, wenn wir runterkommen, Platz, damit das nicht hier aufkeilt. So, da ist die Elektrik, drück mal drauf, dann fährt es automatisch runter. Und das Schöne ist, ich muss nichts groß umbauen, die Sicherung entriegeln. Ne, war schon an. Und dann auf den Knopf nach unten drücken. Ah, ja. So, und dann ist nämlich hier unten, das Schöne ist, ich muss nichts umbauen, muss keine Polster wegnehmen. Alles funktioniert so, weiter runter, das war's? Ja. Okay, das war's. So, und dadurch habe ich hier oben einen großen Raum. Genau, wieder mit Hausverschutz. Auf beiden Seiten auch. Ich kann immer noch. Ich kann die Bettauflagen drauf lassen. Hab hier. Immer noch durchhuschen. Geht. Praktisch so eine Art Not. Ich kann mich sogar hinsetzen. Guck mal. Ich könnte jetzt hier. Da jetzt vielleicht nicht, aber. Auf der anderen Seite, das geht. Also können mich jetzt hier noch hinsetzen. Ist aber schon eng. So, was auf jeden Fall geht, wenn du dich mal auf den Fahrersitz setzt. Ja, der ist auf jeden Fall noch benutzbar. Ja, beide. Das ist kein Problem. Ist kein Problem, obwohl das Bett unten ist. Das heißt, die Kids können oben schon schlafen oder einer könnte sich oben hinlegen, einfach ein bisschen lümmeln und unten könnte noch einer lesen. Das geht. Und die Kinder können sogar noch unten spielen. Das würde auch gehen. Also kleine Kinder, die haben auf jeden Fall keinen Stress. Aber interessant ist, du kannst auch noch das stufenlos auch noch verändern. Weißt, wenn jetzt einer drin liegt und sagt, okay, ich komme mit etwas weniger Platz zu Rande, kann man es noch ein bisschen mehr hochfahren, stopp, und hat dann noch mehr Platz hier. Und jetzt ist es gar kein Problem, jetzt kann ich aufrecht sitzen. Wenn du dich mal gerade hinsetzt, jetzt könnte also oben einer schlafen, das können wir gleich mal machen in der Position, du hast jetzt noch richtig viel Platz, ja. Also richtig viel nicht mehr. Ja, aber ich kann ganz normal sitzen. Du kannst ganz normal sitzen. Über dir ist auch die Schublade, wie du siehst. Da ist sie. Nee, ich wusste es nicht, aber danke. Genau, beim Aufstehen. Also es ist jetzt nur mal so angedacht. Ob es denn dabei gedacht war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, bei den Bandsystemen, da kannst du überall anhalten. Mhm. Komm, wir gehen nochmal zurück. Dann gehst du jetzt mal hoch. Ich fahr's mal runter. Und du hast eine Treppe nämlich dabei. Die liegt hinten im Heck. Jetzt ist draußen schon richtig dunkel. Bin ich mal gespannt, wie viel Platz man dann hat. Einmal Schuschen aus. Du könntest aber jetzt einmal einsteigen über das über den Fahrersitz. Ich fahre mal runter.
So, jetzt ist unten. So, du kannst eine Armlehne ausklappen. Guck mal. Eine Armlehne ausklappen? Ja, unten beim Fahrersitz. Und da können wir draufsteigen. Ich will das jetzt nicht abreißen, deswegen. Ah, den Rausfallschutz. Ja, ja, weil wenn ich den abreiße, macht es dann keinen mehr. So. Das geht dann bequem, oder? Was meinst du? Das, der Einstieg über die... Ja, das geht. So, jetzt ist ganz unten. Jetzt leg dich mal hin. Kannst du ausmachen, Schalter dabei. Ja. Mach nochmal an. Leselicht. So, jetzt hast du richtig viel Platz noch. Also hier könnten locker zwei Erwachsene nebeneinander liegen. Ja. Oder auch Kinder. So, jetzt fahre ich dich mal hoch. So, du sagst Stopp. 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 Es geht so noch? Oder ist schon... Das wäre jetzt wirklich... Eng. Eng. Okay, was wäre denn schön? Warte mal, ich fahre mal runter. Besser? Ja, so ist besser. So ist besser. Jetzt gucke ich mal gerade hier drunter. Und ich kann noch komplett aufrecht sitzen. Es geht. Ja, super. Komm mal runter. Gucken, ob du noch rauskommst. Geht das noch? Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo das... Die Beine zuerst. Da sind wir, also für leichte Akrobatiker. So, und jetzt wärst du praktisch in der Position, die Kinder kurz vorm Zerquetschen. Nee, so ist es nicht. Aber ich sag mal, das muss ja jeder selber ausprobieren. Also, das ist, wie er das hier nutzen kann, also, dass er hier noch, ich sag mal, da ist. Ansonsten fährt man es ganz runter. Ich glaube, dafür war es auch gedacht, dass es ganz unten ist. Ja, klar. Ich denke okay. Auch ganz normal. Sehr schön. Also, Sitzgruppe ist schön. Ich fahre mal ganz hoch jetzt nochmal, dass man da mal sieht, wie sich der Raum jetzt erweitert. Also, das ist jetzt die Marlene quasi mit Uped. Und jetzt kann man die Bettauflagen auch drauf lassen. Fährt einfach hoch und hat einen kompletten Raum. Das finde ich beeindruckend. Du kannst das Bett einfach wegfahren. So, hier ist die Steuerung in unserem Bett. So sieht die aus. Wenn also ein kleines, noch ein Schalter mit dabei ist, die Kids nicht spielen. Es kann ja schon gefährlich sein, wenn also einer hier jetzt hochfährt. Und da ist noch ein Kind dazwischen, steht auch extra hier, dass die Kinder rausfallen können. Das ist ein Thema und es muss natürlich auch gesichert werden während der Fahrt. Hier ist nochmal so ein Schloss. Mach's mal rein. Und wenn man es dann nicht mehr benutzt, dann kann man hier diese Schublade runterklappen. Diesen Deckel und vom Design her habe ich dann hier noch Schränke. Zeig mal bitte. Vollkorpus. Da hast du übrigens die Notsteuerung fürs Hubbett dahinter. Da ist eine Kurbel. Dauert zwar ewig, aber du kannst es auch ohne Motor rauf und runter fahren. Ah. Falls der Motor mal versagen sollte. Dann hier noch ein Schränkchen. Wahrscheinlich suchen die Leute den Inhalt, wenn es runtergefahren ist. Schränkchen ist weg. Und vorne hast du natürlich Ablagen, habe ich eben schon gezeigt. Genau. Also, hier vorne habe ich meinen Einzelsitz, dann habe ich hier eine Sitzbank mit zwei Gurtplätzen. Hier ist die Küche, geh mal rein. Im selben Design übrigens, mit Regenbogenverlauf. Farbverlauf. Großen Schränken, zwei Schienen direkt darüber. Drei Flammenkocher. Ein Waschbecken. Waschbecken großes. Geht auch ein Pizzateller rein. Hier habe ich dann einen großen Schrank. Sieht so aus. Steckdosen. Genau. Mülleimer. Da ist das Mülltrennsystem hier oben. Oder Mülleimer, in dem Fall einer. Genau. Dann Besteckkasten. Die sind alle gleich groß, gell? Ja, die sind gleich groß. Gleich groß. Hier vorne hast du eine Garderobe. Die ist auch mit einem... Oh, den Kühlschrank,
Textil drunter. Ja, ich komme sofort. So, ich will nur gerade mal hier zeigen. Der Vorteil ist, wenn du da jetzt was dranhängst, es klappert nicht. Ja, da hast du recht. Genau. So, so, weißt du, die Reißverschlüsse und... Normalerweise ja hier so an den Schränk oder... ja. Das geht dann. Also ich habe jetzt 1,83 und ich kann tatsächlich komplett unterm Hubbett stehen. Das ist interessant. Da ist der Kühlschrank. Der ist unglaublich groß. Sehr hoch, ja. Sehr hoch. Der ist so hoch, dass er schon ganz zurückgehen muss. Der ist unglaublich groß. Hier, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Der ist fast so hoch wie du. Und nee, der ist so hoch wie du. Fast. Ja, warte. Da haben wir ein Eisfach. Der ist halt nur schmaler. Schmaler. Und unten die Getränkekiste oder die Multi. Genau, je nachdem, wie man das Fach hier reinsteckt, kann man noch als Trenner reinmachen. Für eventuell Gemüse, Obst. Unten noch ein Fach. Großes Fach. Ja. Und was ich auch schön finde, das Fach hier am Eingang für Regenschirm. Regenschirm, genau. Reinzustellen, abzustellen, zu deponieren. So, und dann habe ich die RAV-Rollos. Wir gehen mal in den Schlaf- und Badbereich rein. Und da ist dir direkt aufgefallen, dass die Integration... Guck mal, da ist noch ein Fach. Mach mal auf. Bin ich mal gespannt, ob das nur ein Revisionsfach ist für die Wassertanks. Nein. Nee, es ist ein Staufach. Staufach nochmal. Und hier hast du dann die Integration der Dusche so, dass sie den Raum komplett erweitert. Warte, ich gehe mal rein, dann zeige ich es mal. Ja. Da ist im Moment die Transportsicherung drin. Ja. Da ist mein Bett, das zeige ich gleich mal detailliert. Aber wenn du jetzt hier am Bett sitzt, dann ist der Raum nicht verloren, sondern die Dusche fährst du einfach raus. Und wenn sie nicht benutzt wird, ist sie Teil vom Raum. Ah, du hast da nochmal ein Rost drin, gell, unten. Ja, das muss ich nochmal schauen. Das ist hier gefaltet, guck mal. Du musst wahrscheinlich nach außen einmal falten. Mach mal zu. Und jetzt zu dir ziehen, das Äußere. Genau. Dann hast du wahrscheinlich per Magnet hält das. Ja, ja klar, von innen lässt sich das jetzt leichter machen. Leichter. Das Auto steht sehr schräg hier. Und das ist der Grund, warum alles selber auch zufällt. Genau, und im inneren Bereich, da müsstest du jetzt allerdings an der Seite kommen. Ja. Bin ich? Ist das irgendwie? Ja, es geht. Mach mal auf. So. So, da ist dann die Dusche. Genau. Mit Handtuchhalter fest. Na, extremen Stehhöhe. Gehen wir gerade rein. Also wenn man drin ist, dann hat man es jetzt ohne Schuhe mal. Ja. Locker, also auch Leute, die 2 Meter sind, können hier duschen. Und das ist außergewöhnlich, weil das geht wirklich tief runter. Große Dusche. Mach nochmal zu und leg nochmal das Holzstück rein, dass man nochmal sieht, wie die Transportsicherung funktioniert. Also wenn ich jetzt im Fahrtmodus bin, dann gehe ich also einfach hin, leg hier dieses Brett rein, hab dann die gleiche Höhe wie der Innenraum und hab eine Erweiterung komplett vom Raum. Also ich kann mich drehen, bewegen, anziehen, ja, kann den Raum mitnutzen. Genau. Gut gemacht. Ja. Hier ist eine Trenntür. Damit kann ich mein Raumbad erweitern. Ich habe jetzt gefühlt Ruhe. Handtuchhalter. Kann ich noch mal fertig machen. Und habe dann hier die Toilette direkt am Bad angeschlossen. Warte, ich komme. Da ist unterm Waschbecken dann noch ein Stauraum. Steckdose. Steckdose. Toilettenpapier. Ah ja, guck mal. Großer Schrank, Badezimmerschrank. Ja, der ist doch ordentlich hier. Auch noch bis unten hin. Ja, wirklich durch. Natürlich, der Ausströmer ist direkt im Fußraum, wo er auch hingehört. Und eine drehbare Toilette, wo ich selbst Leute mit extrem langen Beinen sich einfach rausbewegen können. So, die kannst du ja noch zumachen, wenn du alleine auf Toilette gehen möchtest. Hier oben ist noch ein Fenster zur Belüftung. Dann 4 Haken. Ich drehe mich mal gerade. Ja, da ist jetzt die Marlene. Das Bett ist jetzt am höchsten Punkt. Das kann man ja runterlassen. Das haben wir gezeigt eben in der Garage. Ja. Man kann es also runterdrehen um genau diese Höhe hier.
und kann es dann komplett absenken. Aber so könnte man jetzt auch schlafen, zwar ein bisschen höher. Wenn du mal versuchst drauf zu gehen, da ist hinten denn noch so eine Ablage. Oder ist das so schon möglich? Auf das Bett zu? Ja, mach mal. Geht. Ja, ich komm drauf. Du kommst drauf. Du bist 1,72, geht. Aber das könnte man noch viel tiefer machen. Das heißt, wenn jetzt einer nicht so gut zu Fuß ist oder für Kinder hinten, dann kann man das Bett runterlassen, hat aber dann nicht mehr die Stehhöhe, die Raumhöhe in der Garage. Mhm. Das ist der... Das muss man mal bedenken, ja. So, Kleiderschrank. Das ist immer der Vorteil bei den Anordnungen. Habe ich zwei Kleiderschränke auf beiden Seiten, die wirklich tief sind und groß. Mit Garderobenstange hier. Garderobenstange. Dann tiefe Schränke hier nochmal. Da die üblichen Lämpchen drunter. Ja. Da ist die Leiter übrigens vom Hubbett. Mhm. Ein Ausgleichskissen. Denn... Man kann dieses Bett, das glaube ich, nämlich noch ein bisschen rausziehen. Wenn du das mal gerade mal rausschiebst zu dir. Ich glaube, das geht. Was meinst du mit raus? Wenn du es einfach mal zu dir ziehst. Ach, guck mal hier, kannst du durchladen. Krass, guck mal. Ja, ja. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das meintest du vorhin auch. Aber hier hast du im Endeffekt, kannst du zugreifen auf die Sachen, die du da gelagert hast. Nee, du kannst dir das Teil rausschieben, glaube ich. Wenn du einfach mal das Teil hier zu dir ziehst. Hier. Nee? Geht nicht? Nee, das kann gar nicht gehen. Das ist fix. Aber du kannst, wie du gesagt hast, das Bett rauf und runter lassen. Rauf und runter lassen. Nee, ich überlege gerade, wo dieser Keil hinten, was der für eine Funktion hat. Das geht aber gar nicht, weil der... Ah, du könntest aber eins machen, wenn du mal die Matratze komplett zu dir ziehst. Ein bisschen. So, und dann kannst du diesen Keil hinten einlegen und kannst damit das Bett verlängern. Ja, das geht natürlich. Das geht. Für... Oder auch nicht. Hoch wahrscheinlich. Ja, hoch. Und hat dann nochmal ein paar Zentimeter gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen länger. Gut, je nachdem kommt es wahrscheinlich auf jeden Zentimeter an, den du dann hast. Ja, ich denke auch, je nachdem wie groß man ist. Ne? Hier hast du auch nochmal Kleiderstange. Kleiderstange, Steckdose direkt hier unten. Ja. Ist da drin auch eine Steckdose? Guck mal in dem Schrank. Nee. Sicher? Also ich sehe nichts. Ist keine, gell? Ja. Das wäre spannend, wenn wir das Handy reinlegen können. So, hier ist auf jeden Fall nochmal... So, Lichtschalter. Was hast du da? Ah, hier ist nochmal eine Revisionsklappe und ein Stauraum. Prima. Gut. Also, das ist schon toll hier mit dem Bett, was du hochklappen kannst. Aber jetzt geht es nicht mehr so einfach, wo der kleine Keil drin ist. Oder geht's? Geht. Du kommst ja auf jeden Fall in den vorderen Bereich ran. Da unten willst du eh nicht rankommen. Strümpfe und so weiter kannst du hier reinmachen. Mit allem drum und dran. Hier unten siehst du dann auch nochmal die Installationen, die hier drin sind. Mit den Sachen, die dran sind. Gut. Hast du noch Fragen? Nein, du? Der Preis würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich habe ihn komplett vergessen. Raff Hollos hier an der Seite. Komm, wir gehen mal raus und zeigen wir es mal. Also Raumbad, wieder zu. Hier vorne hast du das Hubbett. Also meine Empfehlung hier wäre ganz klar vier Personen, bis zu vier Personen oder zwei Personen, die sich vereinzeln möchten ab und zu mal. Das geht auch. Tolles Konzept, viel Platz. Schönes Design, aber ich habe eben das Preisschild gesehen. Natürlich schon obere Preisklasse. Okay. Wir gucken mal gerade rein von Detlefs. Naja, ist ja alles relativ. 63.048 Euro, wie er hier steht, bei Glück in Sulzemoos. Und hier sieht man also nochmal so ein paar Extras, sind hier in dem Paket mit drin. Unter anderem die extra breite Eingangstür, der große Kühlschrank, der war wirklich groß. Das Breitspurfahrwerk auf der Hinterachse, elektrisches Hubbett und. Und jetzt ist es schon richtig dunkel.
Da ist er, unser Detlefs. Und da waren alle Sunlights, die wir heute gefilmt haben, in der Summe 5 Stück heute. Und wir haben jede Menge Hümer heute Morgen noch gefilmt, Offroad-Fahrzeuge 4x4 und so weiter. Dann viel Spaß beim Zuschauen und vielen Dank dir, Marlene. Jetzt geht's wieder nach Hause und morgen letzter Drehtag, zunächst mal in Sulzemoos für den Oktober. Genau. Danke. Tschüss. Sehr gerne. Ciao.